Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Collectiverse, eurem Kanal für Actionfiguren und Collectible Reviews. Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen vorangekündigt. Die Transformers Generations War for Cybertron Siege Actionfiguren, erstmal Luft holen, sind jetzt noch nicht ganz weltweit erschienen, aber zumindest in den USA. Und ich habe mir jetzt ein paar davon besorgt über unseren Partnershop Actionfiguren24. Den Link findet ihr hier unten in der Videoinfo. Hier, ne? Da unten. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich sehr auf die Reihe gefreut. Die ersten Ankündigungen haben mir sehr zugesagt. Dann wurden die ersten Bilder veröffentlicht. Großartig. Also ich bin wirklich von Anfang an Feuer und Flamme für die Reihe. Und ob sich so diese Vorfreude halten konnte, als ich jetzt die Figuren das erste Mal in der Hand hatte, das erfahrt ihr jetzt in den nächsten paar Minuten, beziehungsweise in den nächsten Videos, denn ich habe aus verschiedenen Größenklassen jetzt Figuren da und die werde ich euch dann in den nächsten Tagen in Videos präsentieren. Und den Anfang macht dieses kleine lustige Kerlchen hier, der nennt sich Firedrive, besser bekannt unter seinem früheren Namen Firebolt. Das ist halt so ein bisschen mal wieder so typisch Hasbro. Und Lizenzen. Also die haben wohl irgendwie nicht mehr die Lizenz für den Namen Firebolt. Firebolt war der Name des Target Masters von Rodimus, nicht Rodimus, Hot Rod oder Hot Rodimus, wie er dann halt bei Tides Return beispielsweise hieß. Dort war Firebolt dann halt eben sein Titan Master, sein Headmaster. Ja, und der kleine lustige Kerl hier ist in der War for Cybertron-Reihe wieder vorhanden, wie gesagt mit anderem Namen, und ist ein Battle Master. Battlemaster ist jetzt wieder eine neue Bezeichnung aus, wie soll ich sagen, aus Headmaster wurde Titanmaster, aus Power Master wurden Prime Masters, Master, irgendwie sowas halt, ne? Und halt jetzt aus den Target Mastern wurden jetzt Battle Masters. Die sind aber ganz nett, wie ich finde. Hab jetzt die erste Welle komplett da. Und bevor ich hier den kleinen Kerl noch ein bisschen näher zeige, kurzer Blick auf die Verpackung. Die habe ich jetzt gerade hier schon parat liegen. Hier unten Battle Masters. Das Transformers Siege Logo finde ich sehr, sehr großartig. Allgemein das Packungsdesign der Reihe ist sehr gelungen, wie ich finde. Wir haben hier ein wunderbares, schönes Artwork, was leider halt eben durch das Öffnen der Verpackung ein bisschen Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir haben halt hier den Namen des Charakters Firedrive. Autobot-Logo, die sind durchnummeriert. Firedrive hat nämlich die Nummerierung WFC S1. Also War for Cybertron ist halt eben der Name der Trilogie, wie es halt eben Prime Trilogy jetzt bei der Vorgängerserie war. Was auch interessant ist, ist, dass hier sowohl das Hasbro-Logo als auch das Takara-Tomy-Logo vorhanden ist. Denn die Reihe ist halt in kompletter Kooperation dieser beiden Firmen entstanden. Und die Releases werden global identisch sein. Also es wird keine großen Unterschiede mehr geben wie zu Henkei und Universe und weiß ich was zu Zeiten geben. So eine Figur kostet so etwa, ich glaube, so um die 8 bis 10 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Finde ich auf jeden Fall einen durchaus akzeptablen Preis. Was ihr jetzt in der Verpackung nicht mehr seht, hier sind nämlich noch so zwei kleine Dinger dabei. Nämlich hier so Effekt-Dinger. Die lassen sich durchweg durch die ganze Figurenreihe einsetzen. In welchen Varianten, das zeige ich euch auch gleich. Die waren jedenfalls jetzt bei Firedrive dabei. Firedrive verwandelt sich nicht in ein Fahrzeug oder ähnliches, sondern in eine kleine Handfeuerwaffe. Optisch sieht er durchaus halt aus wie sein Generation One-Ebenbild. Da hat man sich sehr nah daran orientiert. Die Figur bietet ein paar Artikulationspunkte. Wir haben halt hier die Arme sind auf Kugelgelenken und die Beine ebenfalls. Vier Artikulationspunkte finde ich auch für so eine kleine Figur durchaus in Ordnung. Und hier haben wir dann noch die Waffe für den Waffenmodus. Die kann man sogar abnehmen. Und die hat hier so einen 3 mm Stift. Den kann man hier wunderbar in die 3 mm Ports an seinem Arm stecken. Das sieht dann in etwa so aus. Finde ich in Ordnung. Ich hätte es besser gefunden, wenn er halt irgendwie die Möglichkeit besessen hätte, dass man das halt hier irgendwie wie bei den Prime Masters halt irgendwie
in die Hand drücken kann. Mit ihren Pretender Shells. Die hatten ja auch die Möglichkeit, dann halt die Dinger in die Hand zu nehmen. Ja, stecke ich jetzt mal wieder dran. So. Und die Transformation in den Waffenmodus ist relativ einfach. Wir klappen halt das hier hoch. Wir nehmen dann hier den Unterleib und klappen den halt hier an diesem Gelenk einmal um. Hoppala. Das ist natürlich der berüchtigte Fuffi-Effekt. So, klappen das einmal um, stecken die Beine zusammen. So, und hier diese beiden Zapfen, die passen hier entsprechend in die vorgefertigten Löcher. So, jetzt haben wir hier noch so längliche Stifte, die passen hier rein. So, und so. Und fertig ist der Waffenmodus. Wir haben jetzt halt hier diesen 5 mm Stift. Damit kann man halt ja, das an verschiedenen Positionen der Figuren anbringen. Die War for Cybertron Siege Figuren haben ja überall 5 mm Ports. Da kann man wirklich sich frei austoben. Und jetzt zeige ich euch hier diese kleinen Aufsetzer im Einsatz. Die lassen sich nämlich hier bequem vorne draufstecken. So. Und geben halt jetzt sozusagen so einen leichten Beschusseffekt. Finde ich sehr cool. Hat man ja bisher eher so bei, ja, zum Beispiel bei den Marvel Legends Figuren. Da gab es ja halt durchaus ein paar Figuren, wo dann halt hier so Zaubereffekte oder halt hier so Schubdüseneffekte und sowas bei waren. Das hat man jetzt auch bei Transformers übernommen. Finde ich sehr, sehr gut. Diese Teile sind halt immer bei diesen Battle Masters dabei. Und was ich auch erstaunlich finde, ich habe hier die Anleitung von Fire Drive. Jede Waffe in Fall of Cybertron, War for Cybertron, ich komme mit Fall of Cybertron und War for Cybertron immer durcheinander. Man möge es mir nachsehen, bitte. Ja, da haben alle Waffen eine Bezeichnung, einen Waffennamen. Okay. Zum Beispiel dieser Waffenmodus von Fire Drive nennt sich Dual Charge Electrostatic Photon Cannon. Und wie gesagt, also wirklich jede einzelne Waffe innerhalb dieser Toyline hat einen Namen. Und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Da sitzt ein Mitarbeiter und wird dafür bezahlt, jeder einzelnen Figur, jeder einzelnen Waffe einer Figur einen Namen zu geben. Also ich könnte mir einen schlechteren Job vorstellen, sagen wir es mal so. Aber es ist schon wirklich kurios. Und why not? Ja, jedenfalls ist das hier jetzt Fire Drive, eine sehr nette kleine Figur, die halt auch einen netten Einstiegspreis bietet und halt eben auch funktionell sich durch die ganze Reihe irgendwie gut einbinden lässt. Kann ich so durchaus empfehlen. Preispunkt, wie gesagt, absolut in Ordnung. Und auch hier das mit den Effekten, das finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Also da werde ich wahrscheinlich in den nächsten Reviews noch viel Spielereien mit anstellen. Dürft ihr euch drauf freuen. Und freuen dürft ihr euch natürlich auf die nächste Review. Denn da werde ich die Micromasters vorstellen. Eine weitere Neuerung innerhalb der Generations-Reihe. Und man merkt da ganz gut, dass Hasbro und Takara viel Wert darauf legen, bekannte, beliebte Muster wieder aus der Versenkung zu holen. Was ich wirklich sehr begrüßenswert finde. Begrüßenswert fände ich auch von euch, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Zudem würde ich mich freuen, ihr habt hier unten so ein Glockensymbol, damit könnt ihr Benachrichtigungen einstellen, dann bekommt ihr halt immer eine Meldung, hier, neues Video auf Collectiverse, anklicken, freuen, Spaß haben. Und ja, sonst, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Däumchen nach oben, fände ich auch ganz nett. Und sonst schaut mal in die ganzen netten Links hier unten in der Videoinfo, wie gesagt, zu Actionfiguren 24, wo ihr die Figuren käuflich erwerben könnt, zu unserem neuen Reddit-Unterforum, zu unserer Facebook-Gruppe, Facebook-Seite, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Das ganze Social-Media-Gedöns, schlag mich tot, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und hoffentlich schaut ihr auch beim nächsten Mal wieder auf collectivist.de rein. Bis dann!